Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Elbib Bestwin. Wir machen heute wieder eine Dark Knight Quest. Hallo, Sidogu. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe ein paar Dinge über Rielis, über diese Gräfin in Erfahrung gebracht. Hört zu, was ich herausgefunden habe. Das Haus Collinon ist strenggläubig. Seine Angehörigen stehen seit Generationen im untertänigen Dienst der Kurie. Manche haben es sogar bis in die oberen Ränge der Priesterschaft geschafft. Gräfin Istride hatte auch gute Chancen auf einen einflussreichen Posten und als ihr Mann und sie ihr erstes Kind erwarteten, schien die Zukunft des Hauses rosiger denn je. Das Glück hielt nicht lange. Informationen, die während eines Verhörs der Inquisition zutage traten, brachten ihren Mann in Zusammenhang mit den Heretikern und in arge Bedrängnis durch die Inquisition. Als die Gräfin ihren Mann zur Rede stellte, nahm er einen Schluck aus einem im Ärmel verborgenen Fläschchen und vollendete die Verwandlung, eine Verwandlung, die er seit Jahrzehnten vorbereitet hatte. Doch bevor er ihr die Kehle herausreißen konnte, erschlugen ihn die Tempelritter. Gleich nach diesem Vorfall sperrte die Gräfin ihr einziges Kind, die arme Rielle, in das tiefste Verlies, das sie finden konnte. Was ist das für eine Mutter, die sich Erlösung vom Tod ihrer Tochter verspricht? Bitte, kämpft nicht, sie wird euch töten. Wenn wir nicht kämpfen, tötet sie uns erst recht. Vertrau mir, Rielle. Ich habe einen Plan. Elbib, was hat der sterbende Drache gesagt, als wir vor der Abyss sprachen? Etwas von kleinen Geschöpfen, die durch die Nebel von Somal tollen? Achso, das sagst du. Egal. Der Meister wollte, dass wir die Abyss finden. Er sah das als unseren letzten Test an. Sicher wartet eine verborgene Macht in der Abyss. Ein weiterer Aspekt der Dunkelheit, der uns ultimative Stärke gibt. Wenn wir diese Geschöpfe finden und sie uns beibringen, wie wir die Macht des Abyss nutzen können, dann haben wir vielleicht eine Chance. Aber ich habe nicht den blassesten Schimmer, wen der Drache damit gemeint haben könnte. Naja, vielleicht hat Moggy in Mocklingen ja eine Idee. Dann frage ich ihn doch mal. Hallo Moggy. Sieh mal an, eine Besucherin aus den Kellergebieten. Suchst du was, Kupo? Dann frag mich doch. Ich bin nämlich der zweitschlauste Moggy weit und breit. Ritter der Dunkelheit? Das hört sich aber nicht nach jemandem an, den man gerne auf seiner Wolkengartenfeier hätte. Hol deine Freunde und komm, wir haben viel zu beplaudern, Kupo. Ich heiße euch in Mocklingen willkommen. Du bist doch bestimmt Rielle, oder? Dann musst du Sidogu sein. Nein. Nein, ich bin Sidogu. Das kleine Mädchen ist Rielle. Und du siehst mir ganz so aus wie ein kleines Geschöpf, das gerne durch den Nebel tollt. Rielle, sag doch etwas zu dem Mogli. Rielle? Warum bist du nur wieder so störrisch? Hey, Rielle! Lass mich, ich hab genug von allem. Immer muss ich reden. Ich höre lieber zu. Du solltest auch mal zuhören. Immer sagst du, dass du alles nur für mich tust, aber dann sprichst du wieder von der Dunkelheit und dieser Abyss. Du gehst fort, um mir zu helfen, und wenn du zurückkommst, bist du halb tot. Aber kaum bist du wieder gesund, ziehst du wieder los. Du schleppst mich durch die halbe Welt, damit du kämpfen und Feinde besiegen kannst. Und dann sagst du, dass du es nur für mich tust.
Warum tust du das? Sag mir den wirklichen Grund. Aber Riele, ich tue das alles wirklich nur für dich. Immer die gleiche Leier. Sag das doch einem anderen Mädchen, ich hab genug. Bist du verrückt? Und du, du bist ja eine tolle Hilfe. Sag doch auch mal was. Ritter der Dunkelheit. So langsam dämmert es mir, woher der Name kommt. Ich habe da so eine Ahnung, warum der Drache dich zu uns geschickt hat. Du erhältst deine Kraft also aus deinen Gefühlen. Das erinnert mich an eine uralte Legende über einen Mogli namens Mok. Er war ein begnadeter Tänzer und... Entschuldige, was hat denn Mogli-Tänzer denn mit der dunklen Macht zu tun? Alles, Kupo, alles. Ich verrate es dir. Sobald du mir 4 dicke Büschel Bommelwurz besorgt hast. Genau das ist es. 4 dicke Büschel Bommelwurz. Los! Warum bist du noch hier? Ich verstehe zwar nicht, was das... Aber gut. Und mach dir wegen Rede keine Sorgen. Sie bleibt hier bei mir. Ich werde gut auf sie aufpassen. Von mir aus. Komm, Elbe. Also gut, dann gehen wir Bommelwurz beschaffen. Das muss ja wohl hier irgendwo sein. Ja, da ist ja schon Zielort. Da gibt es bestimmt Bommelwurz. Nächste Bommelwurz. Sie sucht sich hier einen ab. Und hier ist der letzte Bommelwurz. Also gut, weiter zu Moggy. Zurück zu Mogli. Dunkelchen, warst du fleißig Gräser zu Kupo? Ja, habe ich. Hier, 4 Bommelwurz. Wunderschön und so grasig. Da hast du dir aber ganz besonders viel Mühe gegeben, was? Hoffentlich hängst du dich in deine nächste Aufgabe genauso rein, Kupo. Deine nächste Aufgabe. Auf der Straße nach Azad treiben sich ein paar verwirrte Tulihans herum. Verscheuch sie, ja? Aber so, dass sie nicht wiederkommen. Riele? Mach dir keine Sorgen. Ich habe sie ein paar neuen Spielkameraden vorgestellt. Konzentrier dich auf deine Aufgabe und warte am Azar-Wolkenweg auf mich, wenn du fertig bist. Also gut. Schauen, wo die verwirrten Tulihans sind. Oder was die verwirrten Tulihans sind. Ach.
Ah, da steht ja schon Sidoru. Und es gibt einen Solo-Kampf. Wurde ja auch mal Zeit. Was im Namen der Zwölf machen wir nur hier? Ist das der Weg in die Abyss? Warum sollte ein Mogli überhaupt etwas über die dunkle Macht wissen? Haha, ihr nervigen Narren! Was ist denn jetzt schon wieder? Während ihr zwei so ungeheuer wichtige Dinge erledigt habt, haben wir Riele entführt. Ja genau, sie ist eine tolle Spielkameradin, Kupo. Da haben wir uns gedacht, die behalten wir. Das ist nicht euer Ernst. Glaubst du uns nicht, Finsterchen? Dann such sie doch. Du findest sie in 1000 Jahren nicht. Sie gehört jetzt zu uns. Du siehst sie nie wieder. Ihr verdammten Drecksbiester! Gebt sie mir zurück! Oder mein Zweihänder wird euch alberne Bommel in Scheiben schneiden wie reife Lanocea-Orange. Und den Rest von euch zerstampfe ich zu Mokrimus! Also gut, Mokris besiegen hätte ich jetzt nicht erwartet in einer Dark Knight Quest, aber okay! Warum nicht? Okay, ging einfach. Ja gut, ich bin schon Level 60 und ich habe mir auch schon das gute Gear für Level 60 geholt. Spielinhalt beendet. Ui, hör auf, das tut weh. Kupo! Soll es auch. Und es wird noch viel mehr wehtun, wenn ihr nicht das Maul aufmacht. Wo ist Riele? Nicht doch! Es war doch nur ein Spaß, Kupo! Warum willst du sie überhaupt wieder haben? Weil ihr sie entführt habt. Aber warum? Ihr seid nicht verwandt oder verschwägert. Was interessiert es dich, was aus ihr wird? Ich habe es geschworen. Einem guten Freund. Und weil ich ein Dunkelritter bin. Ein Schwur? Berufsethos? Da befindest du dich aber auf dem Holzweg. Man könnte meinen, du siehst den Wald vor lauter Bommel nicht. Hör mal her, Ritterling. Ich sag dir, was Sache ist. Zuckerbrot und Marmelade. Sie sind so süß wie unsere Liebesserenade. Einer hier,
der denkt verkehrt. Er ist lang und dunkel und hat ein Schwert. Tempelrittern schlitzt er gerne die Bäuche auf, nur die eigenen Lauscher sperrt er nicht auf. Nicht schlecht, was? Viel Zeit zum Proben hatten sie nicht. Gerade mal so viel Zeit, wie ihr gebraucht habt, um Bommelwurz zu sammeln und Tulihans zu verjagen. Rielle, was hast du die ganze Zeit über gemacht? Was hat das alles zu bedeuten? Jetzt hört er dir endlich zu. Sag ihm, was du uns gesagt hast. Sag ihm, was du auf dem Herzen hast, Kupo. Ich weiß, dass Fry und du, dass ihr euren Meister verehrt. Ihr habt mich beschützt, weil ihr glaubt, dass er es so wollte. Und ich weiß, dass ihr das nur macht, weil ihr in diese Abyss sehen wollt. Damit ihr noch stärker werdet und noch mehr Ritter töten könnt. Sag also nicht nochmal, dass du das alles nur für mich machst. Sag nicht nochmal, dass Fry für mich gestorben ist. Sei endlich ehrlich zu mir und zu dir selbst. Ich kann nicht für Fry sprechen. Aber alles, was ich getan habe, habe ich für meine Mutter und meinen Vater getan. Auch für meinen Meister. Aber vor allem für mich selbst. Lass uns später darüber sprechen. Ich verspreche, dass ich ehrlich zu dir sein werde. Wichtig ist aber eins. Wir müssen jetzt zusammenhalten, sonst kommen wir aus dieser Zwickmühle nicht lebend heraus. Was nach dem Kampf passiert, kannst du selbst entscheiden. Einverstanden. Da haben uns die kleinen Flattermänner ganz schön reingelegt, was? Einen feuchten Dreck wissen sie über die dunkle Macht. Die fetten Biester müssen wahnsinnig sein, anders kann ich mir ihren Auftritt nicht erklären. Der Auszug nach Mocklingen war reine Zeitverschwendung. Immerhin habe ich ein paar Dinge geklärt. Lass uns nach Ishgard zurückkehren. Wir haben uns auf ein Gottesurteil vorzubereiten. Komm, Rielle, wir haben viel zu besprechen. Okay, dann zurück nach Ishgard. Ich habe mit Rielle gesprochen. Ich war ungefähr so alt wie Rielle, als wir nach Ishgard kamen. Meine Eltern dachten, dass uns hier ein besseres Leben erwarten würde. Der Mord an meinen Eltern, wie sehr ich meine Mutter vermisse, das alles kam auf einmal zurück, als ich Rielles Schicksal auf die Spur kam. Sie ist traumatisiert. Und ich bin es auch. Rielle ist noch ein Kind, aber sie hat tief in mein Herz geschaut. Die Schwachen beschützen, die Bösen bestrafen. Das war nur Ausreden. Ausreden, die ich erfunden habe, um mich der Rache hinzugeben. Ich habe Rielle geholfen, damit ich blutige Rache an den Tempelrittern nehmen kann. Rielle hat das erkannt. Ich hätte ehrlicher zu ihr sein sollen. Ich werde alles in Ordnung bringen. Nach dem Kampf. Danke, dass du zu uns hältst, Erlbe. Du bist ein Eufelsweib. So. Ich denke, damit belasse ich's für heute. Die Level 60er Quest vom Dunkelritter mache ich jetzt nicht noch.
Nun ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.